Heute gibt es ein kleines, ich nenne es mal Zwischendurch-Video oder ein kleines Extra-Video. Und zwar gab es letztens bei uns Fisch zum Essen und wir hatten so kleine Limetten und Zitronenscheiben. Und da dachte ich mir, ich habe noch nie eine Limettenscheibe gehäkelt. Wäre doch mal an der Zeit. Und habe das gleich mal ausprobiert. Ich finde die ganz, ganz lieb. Es ist ein bisschen anders wie die Zitronenscheibe. Aber schaut auch relativ gut aus, finde ich. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und dann würde ich sagen, dann zeige ich euch mal, wie sie funktioniert. Also, wir fangen da mit dem weißen, feinen Garn an. Und der Dreiernadel. Schaut selbst, ob euch die Größe passt. Gut, dann geht's los mit einem magischen Ring. So. Und in den machen wir jetzt 6 feste Maschen. So, also 1, 2, 3, 4. Und 6. So. Gut, dann zieht ihr den magischen Ring zusammen. So. Dann habt ihr schon ein schönes Inneres. Jetzt geht es weiter mit dem Farbwechsel und zwar von weiß auf hellgrün. Das ist jetzt meine hellste Hellgrün, die ich habe. Die nehme ich auch gern für den Salat her. Wenn ihr eine habt, die noch heller ist, so hellgrün, gelb, schon so ein bisschen ins Gelb rüber geht, könnt ihr auch die gerne ausprobieren. So, aber das war jetzt hier mein hellstes. Ich denke mal, dass das gut zur Limette passen wird. Probieren wir es mal aus. So. Ja. So, also jetzt machen wir den Farbwechsel. Ja, jetzt hat es geklappt. Gut. Und jetzt verdoppeln wir dann gleich. Und zwar gehen wir von den 6 festen Maschen auf 12 feste Maschen. Bedeutet, jede Masche verdoppeln. So, also 2, dann wieder verdoppeln. 3 und 4. Dann wieder verdoppeln. 5. Und 6, 7 und 8, 9 und 10. Ihr müsst aufpassen, dass ihr es am besten nicht, den magischen Ring nicht zu straff zieht, sonst habt ihr das Problem wie ich, dass es so eng ist, dass man sich wirklich schwer tut, in die Maschen reinzukommen. So, 11 und ne? 12. So, geschafft. Gut, Farbwechsel ist drinnen. Dann schneiden wir den weißen gleich ab. So, jetzt mache ich mit dieser hellgrün eben weiter. Und zwar gehen wir jetzt hoch auf 18 feste Maschen. So, dazu verdoppeln wir dann jede zweite Masche. Also 1. Dann verdoppeln. 2 und 3. Dann 4. Wieder verdoppeln. 5 und 6. Dann 7. Wieder verdoppeln. 8 und 9. Dann 10.
wieder verdoppeln. 11 und 12. 13. Dann wieder verdoppeln. 14, 15. Dann wieder normal. 16 und das letzte Mal verdoppeln. 17, 18. So, gut, da sind wir von diesen 12 festen Maschen auf 18 feste Maschen hochgegangen. Und bei diesen 18 festen Maschen bleiben wir dann noch einmal und machen eine separate Reihe davon. So, jetzt habe ich die separate Reihe fertig mit 18 festen Maschen und gehe noch einmal hoch auf 24 feste Maschen. Wem das zu groß ist, bleibt bei den 18 festen Maschen. Ansonsten verdoppeln wir jetzt jede dritte Masche und gehen auf 24 hoch. Also 1, 2 und verdoppeln, 3 und 4, 5, 6 und verdoppeln, 7 und 8. 9, 10 und verdoppeln, 11 und 12, 13, 14 und verdoppeln, 15, 16, dann 17, 18 und verdoppeln, 19, 20. Und das letzte Mal, 21, 22 und verdoppeln. So, gut, also das ist jetzt mein Inneres von der Limette. Wie gesagt, von der Größe entscheidet ihr selber. Wer es noch größer haben möchte, macht nochmal eine separate Reihe. Aber ich bleibe jetzt bei den 24 festen Maschen und mache jetzt wieder einen Farbwechsel zu Weiß. So, also jetzt nehme ich wieder den feinen weißen Garn. So. Und mache mit dem eine Reihe mit 24 festen Maschen. So, also 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Einundzwanzig, 22, 23, 24. So, und dann verbinde ich das mit einer Kettmasche. Dann ist der Übergang, also schaut der Übergang nicht so schlimm aus, finde ich. Dann ist nicht gar so viel Grün dazwischen. Gut, okay. Also mit einer Kettmasche eben verbunden. Und jetzt kommt noch das Äußere von der Limette. Eben ein bisschen von der Haut. Und dafür nehmen wir diese dunkle Grün, grasgrüne Wolle. Also zumindest nehme ich sie jetzt. Falls ihr eine schönere, passende Farbe zu Hause habt, nehmt gern diese. So, gut, also jetzt kommt wieder der Farbwechsel. So, einfädeln. Und jetzt geht es nochmal hoch mit den festen Maschen und zwar von 24 auf 30 feste Maschen. Theoretisch müsst ihr es nicht mehr erhöhen. Aber wenn ihr jetzt noch eine Reihe mit 24 festen Maschen macht, dann
wie ihr schon ein bisschen sehen könnt, dann wölbt sich das alles viel zu sehr nach innen. Ihr könnt es natürlich auch nach außen wölben. Mir gefällt es nicht, deswegen mache ich immer höchstens zwei rein, dann reicht es mir auch schon. Und deshalb erhöhe ich jetzt einfach, damit sich das nicht zu sehr so nach innen wölbt. Und dazu jede vierte feste Masche verdoppeln. Also 1, 2, 3 und verdoppeln. 1 und 2. So. Das Ganze machen wir 6 Mal. 1, 2, 3 und verdoppeln. 4 und 5. Dann wieder 1, 2, 3 und verdoppeln, 4 und 5, so, noch dreimal, 1, 2, 3 und verdoppeln, 4 und 5, noch zweimal, 1, 2, 3, ups, abgehauen, 3 und verdoppeln, 4 und 5 und das letzte Mal, 1, 2, 3 und wieder verdoppeln, 4 und 5. Und das Ganze schließe ich mit einer Kettmasche. Und wie ich sehe, habe ich hier zum Beispiel eine Masche zu viel gemacht. Kann passieren, ist überhaupt nicht schlimm, wenn euch sowas auch mal passiert. Dann werde ich jetzt spontan keine Kettmasche machen, sondern nehme einfach eine Masche ab. So kann ich den Farbwechsel auch schön machen. So habe ich jetzt auch schön zugemacht. Zwar mit einer Masche mehr, aber das macht ja nichts. So, so wäre die Limette jetzt schon fast fertig. Wie gesagt, Maschenanzahl entscheidet ihr wieder. Jetzt den Faden abschneiden, den weißen auch noch. Faden sichern. Ach, jetzt kommt die unangenehme Arbeit und zwar geht's ans Vernähen. Wenn ich damit fertig bin, dann geht's gleich weiter. So, also ich habe die Limettenscheibe jetzt soweit vernäht. Das ist die eine Art, wie ihr sie machen könnt. Also die bevorzuge ich jetzt halt. Meine kennt es jetzt schon so weit, finde ich gut. Aber um es noch ein bisschen besser zu machen, also mir persönlich fehlen noch diese Spalten. Deswegen einfach das feine Garn, ein Stückchen abschneiden. Dann nehmt ihr euch eine Nadel, kommt mal in der Mitte durch da. So. Und dann macht ihr euch einfach Spalten, so viel ihr wollt. Wer meine Videos kennt von der halben Blutorange oder Greyfoot, der kennt das Verfahren, sage ich mal. Also einfach in der Mitte einstechen. Dann schaut ihr mal, also ich mache jetzt mal einen Spalt nach oben. So, so in etwa. Es muss nicht perfekt sein. Da, bei mir ist eh schon ein kleines Stückchen schief. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Es erfüllt seinen Zweck, es schaut soweit gut aus. Dann gehe ich rüber, gehe ich wieder in die Mitte rein, von unten, so. Hinten muss es ja nicht wunderschön ausschauen. Wichtig ist nur, nicht zu fest anziehen, weil sonst wölbt sich das gleich wieder so nach innen. So, dann würde ich sagen, ungefähr auf der Länge hier, so. Vorsicht, dass ihr auch unten keine Knoten macht. So, indem ihr euch mit dem anderen Garn verfängt. So, okay. Dann wieder zurück zur Mitte. Ihr könnt natürlich auch einfach seitlich gehen. Da sucht ihr euch dann einfach ein Plätzchen aus, wo ihr wieder, zum Beispiel hier. Dann stecht ihr einfach von der Seite ein. So. Und geht dann so zur Mitte. Das ist Geschmackssache. Also was euch lieber ist, aber ich finde, dann sieht es vom Faden her einfach nicht so schön aus. Gut, also wieder zurück. Steche mal wieder da durch, dass wir rauskommen. So. Also ich bevorzuge es immer von der Mitte aus zur Seite zu gehen. So. Also wieder reinzustechen.
dann ungefähr auf der Höhe. Also ich mache jetzt mehrere Spalten. Ihr entscheidet wieder selber, wie es euch am besten gefällt. So. Bei mir wären es jetzt 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich mich nicht verzählt habe, wären es jetzt 8 Spalten. Ich mache jetzt einfach mal so weiter und dann zeige ich es euch gleich. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, also ich habe jetzt 8 Spalten gemacht. Ihr könnt natürlich mehr oder weniger machen. Und ich finde, durch die Spalten kommt die Limette noch mehr zur Geltung. Nur wie gesagt, nicht zu fest anziehen. Und jetzt kommt wieder die schöne Arbeit, das Vernähen. So, ich bin fertig mit dem Vernähen und die Limettenscheibe ist fertig. So, falls euch die Variante nicht gefällt, könnt ihr auch die Variante von der Zitronenscheibe machen. Da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Geht genauso mit der Limettenscheibe, aber ich finde, sie sollten sich doch ein bisschen unterscheiden. Und es ist Geschmackssache, ich finde die schwerer zum Häkeln. Aber im Prinzip von den Farben hier könnt ihr es auch schon übernehmen. Nur dann ist es mit den Spalten einfach ein bisschen schwieriger, weil ihr von Haus aus hier solche Spalten habt. Ist Geschmackssache. Theoretisch kann man noch so weiße Spalten mit reinbauen. Ich wüsste jetzt nicht genau wie, aber theoretisch. So, gut. Also, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es war wieder mal ein kleines Zwischendurch-Video. Und ich finde diese auch diesen Unterschied zwischen den beiden so gut, dass in der Hinsicht so gut, dass wenn ihr das mein Hähnchen zum Beispiel häkelt oder einen Fisch macht oder so und ihr legt ihr dann beide dazu, sie schauen anders aus und sie stechen richtig gut hervor. Also probiert es mal aus. Gut, dann wünsche ich wieder ein schönes Nachhäkeln und bis bald.